Jo Leute und willkommen hier auf meinem Reaction-Kanal InCav. Lasst super gerne einen Sub da. Ich bin jetzt hier gerade live aus Österreich. Ich bin nicht live, aber die Reactions kommen trotzdem. Nützt alles nichts, ne? Wir schauen uns jetzt das Video. Wait. Wir schauen uns jetzt das Video von Wissenswert an. Die Krankheit über König Thomas, der ja Kanal Telemedial führt und auf TikTok extrem viral geht. Was ich nicht verstehen kann, aber er sticht auf jeden Fall hervor. Das muss man schon sagen. Das ist König Thomas. Der Mann, der hier im bunten Shirt hinterm Mikrofon sitzt, hat tatsächlich über 300.000 Follower bei TikTok und erreicht mit seinen schrägen Streams und Videos Millionen von Zuschauern. Aber ist die Person hinter der Kunstfigur König Thomas wirklich so harmlos, wie sie auf den ersten Blick erscheint? In diesem Video zeigen wir euch die kranke Wahrheit über Deutschlands selbsternannten neuen König und wer Thomas Hornauer, wie König Thomas in echt heißt, eigentlich wirklich ist. Die meisten von euch kennen King Thomas wahrscheinlich durch die kuriosen Thumbdance-Streams, mit denen er immer wieder viral geht. Das Prinzip ist einfach erklärt. Der König spielt Musik und singt. Andere TikTok-Nutzer, die er seine Königskinder nennt, klinken sich dann in den Stream ein und tanzen dazu den Thumbdance. Thumb ist hierbei die Abkürzung für... Ach, die tanzen immer den gleichen Tanz. Ich dachte, die machen immer irgendwas anderes. Keine Ahnung. Die machen immer den gleichen Tanz, okay? Transzendentale Aktivmeditation. Und angeblich hat König Thomas diese kuriose Art der Meditation erfunden, um die unterschiedlichsten Menschen in Frieden miteinander zu vereinen. Immer wieder haut er dabei auch Lebensweisheiten raus, wie diese. Siehe, keine voreiligen Schlüsse. Wirft man jedoch mal einen Blick in die Vergangenheit des Königs, hat man schnell Zweifel daran, dass es dem friedlich, fast schon hippiemäßig wirkenden Mann wirklich nur darum geht, Kulturen zu vereinigen. Wir präsentieren euch jetzt die Fakten und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden. Wie schon erwähnt, heißt König Thomas eigentlich Thomas Hornauer und ist ein 62-jähriger Unternehmer aus Baden-Württemberg. Schon lange vor seiner schrägen TikTok-Karriere nahm sein Leben eine ungewöhnliche Wendung. Denn während Thomas Hornauer nach der Schule zunächst eine ganz normale Lehre in einer Gießerei absolviert hat, sattelte er dann im Alter von 24 radikal um und wurde zum Nachtclubbetreiber. Da er hier schon mit dem Thema Erwachsenenunterhaltung in Berührung kam, gründete er dann 1998... Junge, ich wusste gar nicht, dass er Nachtclubbesitzer war. Okay, das ist krass. ...sich schließlich eine Firma, die viele verschiedene 0190er-Nummern betrieb. Diese sogenannten 0190er-Telefonnummern wurden damals meist nachts im Fernsehen mit leicht bekleideten Damen beworben und Anrufer konnten hier anzügliche Gespräche... Hier steht 3,9 Schweizer Franken, also knapp 4 Euro die Minute. Junge. Hier mit Frauen Schmeck. Zu sehr teuren Minutenpreisen führen. Da Thomas Hornauer direkt mehrere solcher Leitungen führte, hatte er schon in seinen 20ern ein gutes Vermögen aufgebaut. Aber das ist noch nicht alles. Tatsächlich produzierte Thomas Hornauer damals auch eigene Erotikfilme, in denen er teilweise sogar selber mitspielte. Da der Unternehmer mit seinen Hotlines so viel Geld verdient... Aber der hat selber mitgespielt? Oh nein. Tu uns das doch bitte nicht an. Dass er sogar zum Millionär wurde, folgte im Jahr 2003 schließlich ein Schritt, der Thomas Hornauer schlagartig in ganz Deutschland bekannt und berüchtigt machte und von dem viele seiner aktuellen jungen TikTok-Zuschauer vermutlich gar nichts mehr wissen. Vor 20 Jahren kaufte er nämlich für 1,5 Millionen Euro B.TV, einen kleinen insolventen Regionalsender, der bis dahin ein unspektakuläres, amateurmäßiges Fernsehprogramm für Baden-Württemberg ausstrahlte. Nach Hornauers Übernahme ist mit dem normalen Regio-TV-Programm aber schnell Schluss und er baut den ganzen Sender von Grund auf neu um. Ab diesem Zeitpunkt laufen nämlich fast nur noch esoterische und astrologische Sendungen mit Hellsehern, Wahrsagern und Kartenlegern und auch Thomas Hornauer moderiert dabei selbst. Das Konzept vieler Sendungen ähnelte sich dabei. Zuschauer können über teure Hotlines anrufen und ihnen wird dann ihre angebliche Zukunft voraus. Ich werde nie verstehen, wie sich das durchsetzen konnte bei einigen. Also es gibt ja immer noch so viele Sender, die diesen Astro-TV-Zeug bringen, wo ich mir so denke, warum? Also,
was erhofft man sich? Also denkt man jetzt wirklich, dass da die Zukunft einem vorhergesagt wird? Ich check das nicht. Also die Leute rufen doch dort safe an, um zu trollen, aber es gibt doch so viele ältere Personen, wo ich mir so denke, warum rufst denn du da an? Hast du eine absolute Macke? Weil hier, ey, aus der Schweiz 4,23 Schweizer Franken. Aus Deutschland 1,86 Euro. So crazy viel Geld für eine Minute. Ausgesagt, es dürfte euch wenig wundern, dass Thomas Hornauer damals auch gleichzeitig der Betreiber dieser Hotlines war und so ordentlich an Menschen verdient, die gerade durch Lebenskrisen gehen und einfach hoffen, dass sie in den Sendungen Lösungen für ihre Probleme bekommen. Was sich direkt etwas dubios anhört, ist es laut verschiedenen Medienberichten aus dieser Zeit übrigens auch gewesen. Noch im selben Jahr, in dem Thomas Hornauer BTV übernimmt, ordnet die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei dem Sender an und ermittelt wegen unwahrer Werbung und sogar Betrug gegen den Unternehmer. Der angerichtete Schaden wird damals auf fast 700.000 Euro geschätzt. Tatsächlich sind es aber nicht nur Zuschauer, die Schäden davon trugen. Ehemalige Mitarbeiter berichteten davon, dass es bei dem Sender zuging wie in einer Sekte. Junge, das kann ich mir bei ihm irgendwie super gut vorstellen, dass es da so zugeht. Warte, ich. Entweder liegt es an meinen Kopfhörern oder ich höre gerade nichts. Wird schon wieder gehen, ne? Ja. Jetzt geht's wieder. Sie seien angeblich von Hornauer heftig eingeschüchtert worden, indem er sie in stundenlangen Einzelgesprächen massiv unter Druck setzte. Thomas Hornauer, dem seine früheren Mitarbeiter Gehirnwäsche vorwarfen, soll damals schon Kontakte zum umstrittenen Stamm der Likazia haben, einer religiösen Sekte, die laut Aussteigern ihre Mitglieder finanziell ausbeutet. Obwohl der Sender 2004 schließlich von einem deutschen Gericht... Aber ich finde, Hornauer, er gibt mir auch die Vibes, dass er einfach so ein Sektenführer sein würde. Der gibt mir mega die Vibes schon. Wie er so rüberkommt, das ist... Der Typ fühlt es aber auch einfach. Deswegen ist er selbst nennt sich ja einfach König. So, das sagt schon alles über ihn aus. Verboten wird, macht Thomas Hornauer mit seinem esoterischen... Kannst du eventuell noch 6 Minuten warten oder 10 Minuten warten oder so, bevor du... Warte mal, ich würde gerne Musik hören. Ja, sofort. Noch 10 Minuten, gib mir einfach noch 10 Minuten Zeit, das wäre super toll. Ich bin gerade in einer Live-Reaction sozusagen. Programm weiter. Er startet mit Kanal Telemedial, nämlich einfach einen neuen Fernsehsender in Österreich. Und ab diesem Zeitpunkt wird das Programm noch bizarrer. Thomas Hornauer, der Kanal Telemedial völlig allein führt, bezeichnet den Sender als ersten spirituellen Sender Europas und führt mit der telemedialen Zeit auch gleich noch eine komplett neue Zeitrechnung ein. Diese zählt nämlich die Zeit seit Entstehung des Senders. Als wäre dies noch nicht verrückt genug, sendet Thomas Hornauer neben all den Esoterik-Shows, in denen die Zuschauer gegen teure Minutenpreise beraten werden, nun... Aber wer ruft denn dort an? Alter, 2 Euro die Minute. Wer ruft denn dort an? Wie kann man denn so viel Geld haben? Auch noch völlig kuriose Teleshopping-Sendungen, in denen die Moderatoren tanzen und angeblich Lebensenergie aus einer im Studio aufgestellten Pyramide beziehen, während Hornauer dazu trommelt und singt. Irgendwann fängt Thomas Hornauer, der viele Sendungen selber moderiert, sogar damit an, einen Energieausgleich von den Zuschauern zu fordern. Der Senderchef behauptete damals, dass die Zuschauer durch das Gucken seiner Sendungen Lebensenergie geschenkt bekommen würden und will, dass sie dafür bis zu 50 Euro an ihn zurückzahlen. Kanal Telemedia. Neue Zuversicht, wenn dein Leben hat Gewicht. Ein Abo für Wissens... Hä, aber wer gibt denn da 50 Euro aus, als ob da irgendjemand sagt, ey, das hat mich jetzt so erfüllt, ich gebe 50 Euro. Das Wert ist hingegen übrigens vollkommen gratis. Also abonniert uns jetzt, falls ihr es noch nicht getan habt. Thomas Hornauer erklärte sein eher ungewöhnliches Konzept damit, dass Kanal Telemedial kein Fernsehsender, sondern eine Lebensschule sei. Medien und Aufsichtsbehörden sahen dies damals aber völlig anders. Sie warfen Thomas Hornauer vor, ein Abzocker zu sein, der sogar die Gesundheit seiner Zuschauer gefährdete. Denn kranke Menschen, die an die Lehre
Karrieren des Senderchefs glaubten, ließen sich damals lieber gegen Geld über Kanal Telemedial angeblich heilen, als selber zum Arzt zu gehen. Schließlich verlor auch Kanal Telemedial, genau wie Hornauers vorherige Sender, seine Sendelizenz. Auch wenn die Vergangenheit von Thomas Hornauer nun sehr zweifelhaft erscheinen mag, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was an seiner aktuellen Tätigkeit als König auf TikTok denn kritisch sein könnte. Eins können wir schon mal verraten, auch auf TikTok sind seine Auftritte nicht ganz unumstritten. Übrigens lasst uns bei der Gelegenheit doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr König Thomas auch schon mal auf eurer For You-Page auf TikTok hattet. Ein einziges Mal. Da hat er über 20.000 Zuschauer. Ich nutze kein TikTok sonst. Aber einmal habe ich gesehen, dass er da live war. Und ob ihr ihn geskippt habt oder nicht. Übernehme nie die Meinung anderer, sondern bilde dir selber deine Meinung. Eine zentrale Frage zu dem TikTok-Star ist natürlich, glaubt Thomas Hornauer bzw. King Thomas, wie er sich mittlerweile nennt, eigentlich selbst an die Lehren, die er verbreitet? Oder geht es ihm nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen? Schaut man sich seine Vergangenheit an, deutet natürlich vieles darauf hin, dass Zweiteres der Fall ist. Natürlich ist es aber nichts Verwerfliches, über Social Media Geld verdienen zu wollen. Ein großes Problem liegt bei König Thomas nämlich woanders. Und zwar bei seiner Weltanschauung, die er unter seinen meist sehr jungen Zuschauern verbreitet. Thomas Hornauer verkleidete sich nämlich nicht nur als König, sondern scheint sich tatsächlich auch als einer zu sehen. Bereits 2015, schon Jahre vor seinem TikTok-Ruhm, eröffnete er in Plüderhausen in der Nähe von Stuttgart, wo er wohnt, ein sogenanntes Lichtkristallzentrum, in dem er sich dann einen eigenen Thronsaal errichtete. Er behauptet, ein unehelicher Urenkel von König Ludwig II. Von Bayern zu sein und sagt von sich selbst, er ist König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Was mit der Der Typ ist echt komisch. Der Deutschmark sogar seine eigene Währung hat. Kritiker sehen hierbei Parallelen zu den sogenannten Reichsbürgern, die ebenfalls ihre eigenen deutschen Königreiche ausrufen und den Staat Deutschland somit selber nicht anerkennen. Thomas Hornauer bestreitet diese Vorwürfe allerdings und sagt, sein heiliges deutsches Königreich sei lediglich eine Weltanschauung und hat keine Ansprüche auf das echte deutsche Staatsgebiet. Trotzdem ist das, was König Thomas auf TikTok inhaltlich verbreitet, nicht immer ganz unkritisch. Er redet dort nämlich nicht nur über Meditation, sondern bewirbt auch einen Telegram-Kanal, auf dem er Inhalte von Holocaust-Leugnern. Oh nein. Nein, nicht wirklich, oder? Teilt und vor einer sogenannten neuen Weltordnung warnt, was eine populäre Verschwörungstheorie ist. Ein anderer sehr großer Kritikpunkt an König Thomas aktuellen Videos und Streams ist auch sein Umgang mit den TikTok-Nutzern, die bei seinen Thumbdances mitmachen. Der 62-Jährige äußerte sich nämlich immer wieder recht unangemessen den Jugendlichen gegenüber und machte beispielsweise anzügliche Kommentare über Mädchen. Dreh dich mal um 180 beim Tanzen, bitte. Dreh dich mal, bitte. Dreh dich mal. Auch auf berechtigte Kritik ihm gegenüber reagierte König Thomas sogar schon mit persönlichen Drohungen und erklärte, dass Menschen, die ihn kritisieren, Zitat, rassistisch gegenüber Königen wären. Nun wollen wir euch mal fragen, was denn eure Meinung zu König Thomas ist und ob ihr... Kein rassistisch gegenüber Königen? Mir wäre es irgendwie noch unbekannt, dass König seine Rasse ist. Euch erklären könnt, warum ihn Leute auf TikTok überhaupt verfolgen. Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen und seht euch gerne. Okay, krass. Also ich wusste einige Sachen noch nicht darüber. Vielen, vielen lieben Dank, liebes Wissenswert-Team oder der Kanalinhaber, keine Ahnung. Ja, war ein gutes Video, hat mir Spaß gemacht. Lasst doch super gerne ein Like da, checkt gerne das Video ab. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Falls ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, könnt ihr ebenfalls noch tun. Und damit würde ich sagen, macht's gut, haut rein, Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.